Wer bin ich? Karin hat mich vorher vorgestellt. Mein Name ist Marc Gallenbach, Solarholzbauer. Aus Leidenschaft Ingenieur, habe mal Zimmermann gelernt. Im Betrieb seit 2004, in der dritten Generation. Und Solarspezialist seit 2009, also jetzt auch schon bereits seit 8 Jahren. Nach Adam Riese, genau. Die 4 Fragen, die sehr viel an mich hergetreten werden, von Kunden, von Interessenten, von Solaranlagen, sind vor allem diese hier. Auswirkungen auf die Rentabilität, wie viel Autarkie ist sinnvoll, Speicherart und Kosten und Betriebsstrategie von Speichern. Es wurden viele gefragt, ja, das rentiert niemals mehr. Oder ich habe selber ausgerechnet, das funktioniert nicht. Oder ich habe in der Zeitung gelesen, der Speicher explodiert. Oder gerade diesmal ist er in der BZ gestanden, man zahlt ja Steuern viel mehr, weder dass man jemals könnte etwas verdienen an einer Photovoltaikanlage. Das sind alles berechtigte Fragen, die an mich kommen und ich möchte gerne hier ein paar Antworten probieren darauf zu geben. Zuerst möchte ich aber einen kurzen Überblick machen, eine kurze Einführung. Jörg hat es schon vorweggenommen. Was ist überhaupt die Energie und haben wir genügend Energie? Heute ist es ja so, dass eigentlich fast alle auf der Erde vorhandene Energie, Sonnenenergie, ist indirekt oder direkt. Gestorbene Dinosaurier, das ist auch Sonnenenergie. Wind, das ist eigentlich die Energie, die die Sonne macht, weil sie das Windsystem antreibt. Oder auch das Wasser ist auch Sonnenenergie von der Verdunstung vom Wasser. Also die Sonnenenergie, die wir nutzen, ist nichts Neues, ist keine neue Erfindung von der heutigen Zeit, sondern das wird schon immer gebraucht, das wird schon immer gemacht. Das Einzige, was wir machen, wir probieren vermehrt die Sonnenenergie direkt zu nutzen. Ich werde in meinem Vortrag speziell auf die Energieform Elektrizität eingehen. Das andere lassen wir ein bisschen aussen vor. So sieht die Karte von der Schweiz aus in der Sonneneinstrahlung. Und ihr seht, das Berner Oberland, rot eingekreiset, ist die Sonnenstube von der Schweiz. Jetzt mal mit Ausnahme vom Wallis und vom Tessin sind wir wirklich sehr prädestiniert hier geeignet, Energie aus der Sonne herzustellen. Vor allem geeignet wegen des Mittelland, wo zwar keine Berge hat, dafür Nebel hat. Ihr seht hier, die reine Energie, die hier auf den Erdachen strahlt, in Kilowattstunden gemessen und in Quadratmeter pro Jahr, die ist gigantisch. Ein Haushalt braucht 5.500 Kilowattstunden im Jahr, wenn man jetzt also ein System auf dem Dach hätte, das 100% von dieser Energie könnte umsetzen könnte, bräuchten wir 5 Quadratmeter. Und dann hätten wir das schon. Wenn wir nur heizen möchten mit dem, dann bräuchten wir noch 20 Quadratmeter und dann hätten wir das auch schon. Es ist allerdings nicht ganz so einfach. Es gibt Kindersysteme, die 100% von der einstrahlten Energie umsetzen. Dort sage ich aber, Alben, spielt es eine Rolle. Einfach Energie, die unendlich ist und gratis ist. Und ich kann euch sagen, die Sonne scheint die nächsten paar Milliarden Jahre, darum sage ich unendlich. Es spielt doch keine Rolle, ob wir 100% von dieser nehmen oder nur 20%. Das ist nur eine Frage von Fläche. Ist aber nicht eine Frage von Kosten in diesem Sinn. Weil die Sonnenenergie ist da. Sie scheint sowieso. Egal, ob wir sie jetzt abzwacken oder nicht. Das heisst, wenn wir jetzt aufs Dach 5 Quadratmeter drauf tun oder 40 Quadratmeter, spielt nochmal keine Rolle, weil jedes Dach hat im Minimum die 40 Quadratmeter zur Verfügung. Also, man sieht, es ist nicht ganz so einfach, aber es ist auch nicht wirklich kompliziert. Wenn wir von Photovoltaik reden, dann müssen wir auch immer über das Gesamtsystem reden. Wenn wir von einer Photovoltaikanlage reden, reden wir auch von der Anlage, vom Stromnetz, vom Verbraucher, vom Speicher und eben von Steuerung. Jörg Grosse hat es angetönt, die Intelligenz liegt in der Steuerung. Ein Verbraucher, das kennen wir seit Jahrhunderten. Eine Solaranlage kennen wir schon lange, das können wir aus dem FF machen. Stromfahrzeuge, wir haben es von Jörg gehört, die kommen. Von Erich gehört, die kommen. Das Stromnetz ist auch vorhanden. Dort, wo heutzutage muss Manpower und Intelligenz reingesteckt werden, das ist im Zusammenarbeiten von diesen Systemen. Das ist genau das, was die Firma Smart Energy Link macht. Das sind so ein Grundlagen, Wiederholungen von dem, was Jürg schon hat erzählt. Ich werde jetzt ein bisschen tiefer reinkommen. Der erste Punkt von meinen Punkten heisst rentiert.
eine Photovoltaikanlage noch? Und dann müssen wir schnell heute zusammen darüber schauen, was ist überhaupt die Rentabilität? Rentabilität ist vereinfacht gesehen das Verhältnis zwischen dem erwirtschafteten Gewinn und dem eingesetzten Kapital während der Betriebsdauer. Das eingesetzte Kapital, das sind die Kosten der Anlage. Der Gewinn, das ist entweder die Einsparungen vom Strom, das heisst, ihr habt eine tiefere Rechnung von BKW, oder das ist der Verkauf vom Strom. Und die Betriebsdauer, das ist einfach so lange, wie die Photovoltaikanlage läuft, bis sie entweder kaputt geht, oder sie demontiert, oder sie nicht mehr genügend leistet. Und die drei Sachen zusammen verwurschtelt, kann man sagen, hohe Rentabilität sind tiefe Kosten und oder hoher Gewinn. Ja, wie tut man das überhaupt machen? Wie tut man die Kosten reduzieren bei einer Photovoltaikanlage? Das ist ja ein hochtechnisches Produkt, das Geld kostet en masse und wo sich nur die Reichsten von den Reichen leisten können, das auf einem Dach zu tun und nur die, eben, weil sie das Gefühl haben, das ist doch eine gute Sache. Ich möchte Ihnen hier zeigen, dass dem nicht so ist. Dass heutzutage eine Photovoltaikanlage ein Standardinstrument ist worden, wo man ganz einfach auf ein Hausdach montieren kann und wo weit fort ist von einem Spezialprodukt. Wo waren wir im 2009 bei der Photovoltaikanlage? Im 2009 haben die Module von der ganzen Anlagenkosten noch 3/4 ausgemacht. Der Rest, der Restviertel zusammengesetzt, sind nachher Gerüst war, Unterkonstruktion, Wechselrichter, Montage. Und da kann man sagen, da hat es sich richtig gelohnt, wenn nachher ein Modul, das aus der Schweiz kam, das aus Deutschland kam oder aus China kam, ist günstiger geworden, weil halbe Modulkosten heisst, ihr seht es, die Anlage wird auf E-Klapp 38% günstiger. Das war aber im 2009. Wo sind wir heute? Heute sind wir da. Heute sind die Modulkosten etwa noch ein Drittel. Fallend. In absoluten Zahlen sind hier die Unterkonstruktion, der Wechselrichter und die ganze Montage noch immer gleich viel. Das hat nicht viel, ist nicht viel zurückgekommen. Aber im Verhältnis zu den Modulkosten ist das natürlich extrem gestiegen. Das heisst, heutzutage Modulkosten halbieren heisst, eine Photovoltaikanlage wird nur noch etwa 15% günstiger. Und irgendwann ist es der Talboden erreicht. Irgendwann geht es nicht mehr zurück. Modul montieren, das wird immer etwas kosten. Das Gerüst, wo man die ganzen Anbefüllen schon rein nur die Arbeitssicherheit, wird es immer brauchen. Ein Wechselrichter wird es immer brauchen, eine Unterkonstruktion wird es immer brauchen. Also eine Photovoltaikanlage wird nie gratis sein. Wir haben irgendwann, jetzt in der nächsten Zeit, das Bödeli erreicht. Wir haben nicht mehr die massiven Reduktionen, wie wir es jetzt in den letzten 8 Jahren hatten. Wie sieht die Preisstruktur nachher von einer Photovoltaikanlage über die Lebensdauer aus? Wir haben nachher die Investitionskosten, die noch vorher hat gezeigt, sind ungefähr noch 67%. Und der Rest, du sie durchklicken, ist nachher der Unterhalt von einer Photovoltaikanlage. Sei das Demontage, sei das Unterhalt, Betrieb oder Wechselrichtersatz. Und man sieht es jetzt auch schon hier sehr gut. Nebst dem, dass eine Anlage muss schnell und einfach montiert werden muss, muss sie auch einfach im Unterhalt sein. Weil dort können wir auch massiv Kosten einsparen. Das heisst, Anlagenkosten rund 2/3 von den Gesamtkosten innerhalb von 30 Jahren und der restliche Drittel fallen innerhalb von diesen 30 Jahren an mit dem Unterhalt der Anlage. Wenn man das alles zusammen verwurschtelt, der Jürg hat es vorher auch schon erwähnt, ich spare euch da die Berechnung und die Tabelle und wie dass man da drauf kommt. Ich hoffe, ihr vertraut mir, dass die Zahl einigermaßen stimmt. Dann kommen wir auf 8 bis 15 Rappen Strom, Energie, also Produktionskosten von einer Photovoltaikanlage. 8 Rappen, eher bei einer Anlage, wie sie hier drauf ist. 15 Rappen, eher bei einer Einfamilienhausanlage. In Grössenordnung so zwischen 30 bis 40 Quadratmeter. Das ist ganz wichtig.
Ich habe die Amortisation eingerechnet, die Eigenkapitalzinsen nicht. Ich gehe jetzt mal davon aus, das Geld hat man. Und anstatt dass man es der Bank gibt zu 0,001%, tut man es hier lassen und lassen arbeiten für sich. Die Leute die Zahl merken, die 8 bis 15 Rappen, wir kommen später noch darauf zurück. Das heisst, die 8 bis 15 Rappen, die entstehen hier. Wie ist das eigentlich über die letzten Jahre gewachsen? Wir haben 2009 vor 100 Monaten, müsst ihr das mal nachachten, 2008, 2009, vor 100 Monaten, hat man angefangen, in der Schweiz die PV-Anlagen zu montieren. Da war man bei 50 Rappen gewesen, mehr als 50 Rappen, die Kilowattstunde, die es gekostet hat. Es gibt noch ganz viele Leute, hier, die 50 Rappen oder den Franken noch im Kopf, die sagen, ist ja verrückt, so eine Photovoltaikanlage zu installieren. Der Strom kostet ja Franken daraus raus. Die Zeiten sind längstens vorbei. Nachher hat man etwa vor 50 Monaten dazwischen drin mit der ersten Grossanlage angefangen. Also das hier ist keine Grossanlage im Vergleich zu dem, was gemacht ist worden. Nachher hat man etwa vor 50 Monaten, ist es ungefähr bei 50 Rappen gewesen. Das ist dann, wo das KEF-Kontingent nachher ausgeschöpft ist gewesen. Und ungefähr vor 5, 6 Monaten, 10 Monaten hat man nachher überall die Eigenverbrauchslösung zugelassen. Da war der Strom schon so bei 25 Rappen gewesen. Und momentan heute, bei der Annahme der Energiestrategie 2050, wie gesagt, sind wir bei dem ungefähr 10 Rappen, wo Energie aus einer Photovoltaikanlage kostet. Ihr seht auch hier rasant zurückgegangen. Und es ist auch wichtig zu wissen, dass die Beträge von einem Franken oder von 50 Rappen, die vor 10 Jahren rumgegestert sind, die sind passé. Die sind einfach passé. Fazit, die Kosten sinken nur noch moderat, sie sinken noch. Die Kostentreiber sind jetzt die Montage und die Sicherheit und die Unterkonstruktion. Einfache und grössere Anlagen sind gefragt. Ich rede hier nicht von gigantischen Anlagen, ich rede hier einfach von einem Dach, wo man zum Beispiel voll deckt, anstatt dass man nur die Hälfte deckt. Und die dürfen Kosten sind nur indirekt beeinflussbar. Eben Modulkosten, Gerüstkosten und so weiter. Da kann man nicht einfach sagen, ja, jetzt will ich eine günstige Anlage, ich lasse das Gerüst fort. Geht nicht. Aber man kann zum Beispiel eine Anlage montieren mit einem einfachen Gerüst, wo nachher so Modulkosten indirekt oder Anlagenkosten indirekt beeinflussen kann. So tut man eine Anlage nachher günstiger machen. Das heisst, Kosten reduzieren. Man kann aber auch gleichzeitig den Gewinn steigern. Der Gewinn steigern kann man indem, dass man zum Beispiel den Strom verkauft mit dem ökologischen Mehrwert und mit dem Herkunftsnachweis. Ihr habt sicher alle zusammen schon mal von einem Herkunftsnachweis gehört oder mal etwas im Hinterkopf gehabt. Ein Herkunftsnachweis, das ist nichts anderes, als ein Dokument, das ihm bestätigt, dass der Strom, der produziert wird, auch wirklich von dieser Anlage kommt. Momentan tut zum Beispiel die BKW die 4 Rappen vergüten, wie ihr gross jetzt seht. Sie tut aber auf der Gegenseite der Photovoltaik-Anlagestrom, den sie entgegennehmen, nachher auch als Strom aus unbekannter Herkunft verkaufen. Also sie tut euren PV-Strom nicht abkaufen und dann als PV-Strom weiterverkaufen. Das kann sie gar nicht, weil der Strom auf eurer Anlage hat zum Teil den Herkunftsnachweis nicht. Sie tut das immer wie mehr anbieten, aber wo ein Angebot ist, muss auch eine Nachfrage sein. Wenn ihr BKW, ihr dürft selbstverständlich eurem Nachbar weder Mehrwert von diesem Ökostrom verkaufen, dann müsst ihr das mit einem Zertifikat machen. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass man das an der Börse handeln kann. Das rentiert aber für kleine Anlagen, für Einfamilienhäuslebesitzer meistens nicht, weil man kommt zu wenig dabei raus. So eine Möglichkeit, wie das zum Beispiel BKW anbietet, ist mit der NatureMade. Ihr könnt zum Beispiel den Energy Green Strom bei der BKW buchen. Dann zahlt ihr im Jahr ungefähr etwas bei den 10 Franken mehr für den Strom. Dafür seid ihr sicher, dass der Strom, den ihr braucht, aus erneuerbaren Energien kommt. Aber wie seid ihr jetzt da sicher? Ihr habt ja alle zusammen schon etwas vom Atomstromfilter gehört. Das ist natürlich Humbug. Strom ist Strom. Ich sehe dem Strom nicht an, von wo er kommt. Und für das nachher können zu
fassen, hat man den Begriff Stromsee erfunden. Und man sieht alle zusammen, man stellt sich den Strom, den man produziert, den Strom, den man verbraucht, wie einen grossen See vor. Die Autowahrheit ist natürlich nicht ein See, es ist das Netz. Man tut alles zusammen in den See einspeisen und alles zusammen tut von dem See rausnehmen. Und jetzt, wie ist man sicher, dass genau ich auf diesen grünen Fleck hier verwutsche? Seht sie am Strom nicht an. In dem, dass der hier den Strom produziert, mit einem Zertifikat sagt, jawohl, ich habe so viel und so viel produziert, und der den Strom abnehmen will, das Zertifikat dann kaufen. Jetzt könnte er das Problem haben, dass viel zu viel produzieren und niemand abkaufen will, dann könnte er mit diesem Zertifikat nichts machen, dann sind sie günstig. Und wenn das Umgekehrte passiert, dann werden sie teurer. Und so tut man auch den Ökostrom handeln. Das heisst, ihr dürft es, wie gesagt, ihr dürft auch so einen Herkunftsnachweis machen, dürft nachher eurem Nachbarn das auf den Tisch legen und sagen, bist du bereit, mir pro Kilowattstunde 5 Rappen zu zahlen? Und dann sagt er, ja, das bin ich bereit, ich kaufe dir 2000 Kilowattstunden im Jahr ab, dafür zahle ich dir pro Kilowattstunde 5 Rappen und dann ist der Strom dem Nachbarn verkauft, der hat ein gutes Gewissen und ihr habt etwas an die Anlage bekommen. Das ist absolut machbar. Das macht es nur niemand. Die meisten wollen nämlich selber eine Photovoltaikanlage aufs Dach. Obwohl das relativ eine spannende und interessante Möglichkeit ist. Kein Herkunftsnachweis braucht ihr eben zum Beispiel, wenn ihr selber eine Photovoltaikanlage installiert, weil dann wisst ihr ja, der Strom kommt vom Dach. Ihr müsst euch selber ja nicht beweisen, von wo das der Strom kommt. Viel interessanter wäre aber, den Strom zu verkaufen, den wir hier gehört haben. Das gibt im besten Fall 4-5 Rappen, im schlechtesten Fall 0,5 Rappen. Viel interessanter ist, den Strom selber zu verbrauchen. Und den Strom selber zu verbrauchen, seht ihr hier, haben wir momentan zwischen dem, was wir zahlen, und zwischen dem, was der Strom selber kostet, im Bereich so zwischen 12 und 20 Rappen Kosten, die wir einsparen. Ich weiss, es ist ein bisschen verwirrlich oder manchmal auch ein schwierig zu verstehen, wenn ihr dann 1:1 so eine Photovoltaikanlage betreibt, dann müsst ihr mit diesen Kosten theoretisch rechnen. Ihr tut ja nachher die Rechnung der BKW reduzieren, für dass ihr das Geld, das ihr dort einspart, nachher könnt investieren in eure Photovoltaikanlage. Was ich hier vor allem zeigen will, ist, woher geht die Zukunft? Excuse. Zukunft kommt nämlich daher, indem wir den Strom noch günstiger produzieren, die Möglichkeit haben wir, indem wir die Kosten einsparen und der Strom irgendwann, und das ist jetzt hier ein Studienvergleich, die Stromgestehenskosten von der AEE, dass wir irgendwann im 2050 den Strom aus dem Netz im Bereich von 35, 40, 55 Rappen haben. Und da wird es dann so mässig interessant, mit dieser Lücke, die wir zwischendrin haben, eine Photovoltaikanlage zu betreiben. Es gibt nachher noch weitere Auswirkungen, die man hier hernehmen kann. Für das habe ich keine Folie. Habt ihr gewusst, dass ein Stromanschluss von einem Einfamilienhaus, und zwar, es geht noch gar nicht darum, ob Strom geliefert wird oder nicht, es geht nur darum, dass ihr die Leitung im Haus habt, heutzutage bei BKW etwa 18'000 Franken kostet. Wenn ihr neu baut. Irgendwann kommt jemand in meinen Sinn und sagt, für 18'000 Franken kann ich etwas anderes machen. Ich brauche BKW nicht. Momentan ist es noch nicht so weit. Es macht auch keinen Sinn, wenn das so weit kommt. Aber da müssen neue Marktmodelle, neue Preismodelle her. Das ist eine spannende Zeit auch für die Energieversorger, aber auch eine spannende Zeit für die Familienhäuslebesitzer. Jürgen hat es angetönt. Das Problem ist, im November, Dezember oder Januar, die Investitionskosten momentan für die 3 Monate können zu überbrücken mit einem Speicher sind so hoch, dass es noch nicht rentiert. Aber ihr wisst selber, in den 50er Jahren hat das Auto auch so viel gekostet, es hat so noch fast niemand Vermögen. Und heutzutage kostet ja der Treibstoff in einem Jahr mehr, als ein Auto, das ihr kauft. Nochmals zur Verdeutlichung. Wie das heute aussieht, wir produzieren Strom für 8 bis 15 Rappen.
können den selber brauchen oder einspeisen. Besser ist selber brauchen. Wir kaufen Strom ein für 25 bis 30 Rappen. Die Rechnung ist schnell gemacht. Das Problem ist nicht, dass wir zu wenig Strom haben. Das Problem ist, dass wir vielfach den Strom zu den letzten Momenten haben. Wir sehen hier einen normalen Tagesgang von einer Photovoltaikanlage, einen schönen Tag, ab und zu ein Wölkchen davor, wo aber nachher schöne Kurven gibt, wo man die Stromproduktion hier anschaut. Gleichzeitig zeige ich hier den kumulierten Strombedarf oder die kumulierte Herstellung, wo ihr seht, an dem Tag hat die Anlage über 50 Kilowattstunden Energie hergestellt. Das hier ist nachher zum Beispiel die Lastgangkurve von einem Verbrauch, Boiler, nochmal schnell der Boiler, aufstehen, das Käfeli nehmen, Mittag oder das 9 nehmen, Mittagessen kochen, nochmal eine Kaffeemaschine, der Staubsauger oder die Waschmaschine, Fernsehen schauen hier und nachher ins Bett gehen. Übrigens kann man an einer solchen Lastgangkurve hervorragend ablesen, ob jemand Single ist, ob jemand das zweite daheim ist, nie daheim ist, Kind hat, wie viel Kind hat. Das ist nur interessant, ist hochinteressant. Aber ihr seht schon gerade hier, oder, das muss irgendwie nicht übereinander gehen. Hier zwar der Mittagsspitz, der ist noch gut abgedeckt, aber es geht nicht übereinander. Und gleichwohl ist der Verbrauch irgendwo zwischen 15 bis 18 Kilowattstunden im Tag und die Herstellung weit über 50 Kilowattstunden, aber einfach nicht gleichzeitig. Und jetzt haben wir da ein Problem, das man lösen kann. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man das lösen kann. Wir können zum Beispiel das machen, was Smart Energy Link macht. Das günstigste, das ist Regeln. Wir haben hier die Energie zur Verfügung zwischen dem, was wir brauchen und dem, was wir herstellen, wo wir regeln damit, wo wir einsetzen über den Tag, wo wir speichern können, wo wir Sachen damit steuern können. Weil wir ja gelernt, verkaufen bringt ja nichts. Und momentan tun wir die Differenz da hier, tun wir ja verkaufen bei BKW oder einem EW. Das bringt aber nichts. So tun wir zum Beispiel eine Boilersteuerung machen und wir nehmen den Boiler, den wir vorher hier hatten, nehmen wir in den Tag rein und tun ihn hierher. Boilerladung am Tag. Ganz simpel, ganz einfach, kostet nicht viel, ist die einfachste Möglichkeit. Was noch viel weniger kostet, ist, sich umgewandeln im Tag, zum Beispiel über einen Tag die Waschmaschine anladen, über einen Tag die Waschmaschine anladen, über einen Tag das Auto laden. Wisst ihr überhaupt, warum momentan die Boiler in der Nacht geladen werden? Das ist eigentlich ein dummer Seich. Boiler in der Nacht laden. Wissen Sie auch, warum dass momentan eigentlich der Nachtstrom günstiger ist als der Tagstrom? Das ist eigentlich auch seich. Aber es kommt von früher her. Früher hat man Bandenergie hergestellt, hat man AKWs bauen, die man nicht abstellen konnte. Die einfach durch das Band weg Energie geliefert. Und dann ist jemand auf die schlaue Idee gekommen, man könnte ja das in der Nacht verkaufen. Und für das jemand in der Nacht ja will, muss man ja in der Nacht regeln und muss dann die Geräte einschalten, weil ihr steht ja nicht in der Nacht auf und Strom brauchen. Darum hat man das automatisiert. Also das Automatisieren und Steuern von Geräten kennt man schon seit 40 Jahren. Das ist kein Geheimnis. Man hat jetzt einfach den letzten Weg gemacht und jetzt ändert das langsam. Jetzt muss man das in den Tag nehmen, weil dann die Energie hergestellt wird und nicht in der Nacht. Und es gibt doch irgendwie mehr Haushaltsgeräte, die das auch können. Wo man nachher kann der Waschmaschine sagen, du tust erst waschen, kann man es am Morgen um 6 Uhr über tun, sagen, du tust waschen, wenn genug Sonne vorhanden ist und gut. Das kommt immer wieder. Es wird so normal wie das da. Wie das. So normal wie ein Handy bedienen. Das Zweite, was man machen kann, ist natürlich den überschüssigen Strom speichern, laden über den Tag und in der Nacht nachher entladen. Das ist einfacher zum Handhaben oder ein bisschen einfacher zum Handhaben, ist aber nicht ganz so intelligent. Und ich meine das zweideutig intelligent. Und es ist aber auch nicht ganz so günstig. Das ist nicht die teurere Version. Der Speicher wird zwar immer günstiger, aber es kostet momentan noch viel. Dafür muss man meistens im Haus nicht viel ändern und nicht viel regeln. Man kann das in einer Batterie speichern, man kann das auch in Zukunft Power zu Gas machen. Allerdings kommen wir da später noch drauf zurück.
Ja, was bedeutet das denn eigentlich eins zu eins bei den Investitionen von einer Photovoltaikanlage? Ich tue hier der Einfachheit halber nur ein paar wenige Zahlen nachher präsentieren. Wenn dann allenfalls dazu kommt, so eine Eigenstromanalyse von uns zu machen, wird das Dokument natürlich umfangreicher und ein bisschen mehr Zahlen drin. Das ist jetzt relativ simpel. Investition von einer grösseren Photovoltaikanlage, 35'000 Franken. Wir haben Förderung 4'100 Franken und Steuerabzug von 7'300 Franken. Zu den Steuern kommen wir dann auch noch gerade heute. Das heisst, wir haben am Schluss im ersten Jahr bei der Erstellung 23'600 Franken investiert in die Anlage. Cashflow. Cashflow könnt ihr vorstellen, das ist das Loch im Sack. Das ist das Cash, das rausfließt. Das Loch im Hosensack, oder? Im ersten Jahr müsst ihr Steuern zahlen. Kommen wir darauf zurück, warum. Aber es ist wichtig. Ihr zahlt etwas an Unterhalt. Ihr zahlt der Unterhalt ist eben eine Anlage ab und zu mal reinigen. Vielleicht einmal oder zweimal während der Lebensdauer einen Wechselrichter auswechseln und so weiter. Ihr bekommt vor Einspeisung etwas da, das 50er-Nötli. Könnt ihr eine Linzige zu Nacht essen, das lenkt nicht einmal für die Frau. Ihr habt Einsparungen, das ist spannend hier. Ihr zahlt ein BKW 1320 Steine weniger, wenn ihr schlau macht. Das ist nicht schlecht. Und ihr habt am Schluss einen Cashflow, das ist wieder das, was zurück ins Portemonnaie kommt, von ungefähr 1170 Franken. Auch wenn das ein Tausiger ist, das macht dann nicht so den Bratenfest. Wenn man das jetzt 30 Jahre lang hochsummiert, bedeutet das am Schluss hier, seht ihr, der Cashflow, da ist er noch Minus, da hat er noch, das Kessel ist noch im Leeren und das füllt es. Und irgendwann nach 30 Jahren hat er 9'000 Franken verdient. Oder nicht ausgeben. Oder nicht ausgeben. Ihr tut ja die Rechnung, ihr müsstet eigentlich theoretisch das, was ihr bei der BKW-Rechnung weniger zahlt, müsstet ihr ja genau gleichzeitig oder BKW-Rechnung zahlen, gerade auf ein separates Konto einweisen. Also überweisen. Weil man tut es ja nicht wirklich verdienen, sondern man tut es einfach weniger ausgeben. Am Schluss sieht das also so aus. Investition, Photovoltaikanlage, der Wechselrichter, den man nochmal kaufen muss, nochmal eine Amortisation. Am Schluss sollte darum die 9'000 Franken mit dieser Anlage verdient haben, im Vergleich, wenn ihr keine hättet. Noch ein kurzes Wort zu den Steuern. Im Kanton Bern ist es ganz klar, dass ihr könnt sämtliche Investitionen vom Einkommen abziehen könnt. Im Erstellungsjahr der Anlage. Allerdings darf die Anlage nicht auf einen Neubau erstellt werden. Dort müsst ihr mindestens ein Jahr warten, weil eine Anlage auf einem Neubau gilt nachher einem Neubau zugerechnet und das könnt ihr nicht von den Steuern abziehen. Der amtliche Wert steigt und die Investition, aber der Eigenmietwert eigentlich nicht. Die Kantonale Konferenz der Steuerämter hat entschieden, dass der Eigenmietwert nicht steigt. Aber dann habe ich auch gemerkt, dass wir Batterien installieren. Und ich habe entschieden, und das ist ganz neu, dass, wenn der Strom gespeichert wird, sie machen den Unterschied dort machen, zwischen hohem oder tiefem Eigenverbrauch, wenn der Strom gespeichert wird, höherer Eigenverbrauch, dann erhöhen sie den Eigenmietwert angemessen erhöhen. Das tue ich nicht weiter kommentieren. Keine Ahnung, was das ist. Sie wissen es auch nicht. Wenn man es wissen muss man selber der Steuerverwaltung anrufen. Jeder individuell. Und dann geht es eine Schütze, bis man es weiss. Und, was viele nicht wissen, der Strom, den man verkauft, wird als Einkommen versteuert. Die 50 Franken, das ist der Match entscheidend. Die 50 Franken, die ihr von BKW bekommt, die müssen in der Steuererklärung sein. Wenn ihr das nicht macht, dann kommen sie, weil das weiss ich sehe. Das, was ihr verkauft, müsst ihr versteuern. Dafür dürft ihr die Anlagenkosten selbstverständlich von den Steuern abziehen. Das sind einfach so kleine Tricks, wo man sie entweder tut man sie drauf oder wenn man sie vergisst, wird man dann nachher darauf hingewiesen. Das könnte einfach ein bisschen teurer kommen. Schlussfolgerung. Die Anlagengrösse muss auf den Verbrauch abgestimmt werden. Ein hoher Eigenverbrauch erhöht die Rentabilität. Und Steuer und Unterhalt muss berücksichtigt werden. Also in einer Wirtschaftlichkeitsberechnung, in einer Analyse von einer Photovoltaikanlage, vom Eigenstrom gehört das zwingend immer drin. Wer da nichts dazu sieht oder nicht weiß, was er dazu soll sagen, der hat die Sache nicht begriffen. Weil das ist matchentscheidend.
kommen zum nächsten Thema. Was ist eigentlich Autarkie und was ist Eigenverbrauch? Wir haben wieder die Grafik, die ihr schon kennt, und das ist eigentlich relativ einfach erzählt. Die Autarkie, das ist das hier, was ihr noch bezieht im Vergleich zum Gesamtstromverbrauch. Und der Eigenverbrauch ist das, was ihr herstellt im Vergleich zum Gesamtstromverbrauch. Was uns aber vor allem interessiert, ist die sogenannte Autarkie. Weil der Eigenverbrauch, der ändert ja massiv, egal im Verhältnis zu einer grossen oder einer kleinen Photovoltaikanlage. Und der Eigenverbrauch, der sinkt, je grösser das PV-Anlage ist. Klingt jetzt ein bisschen komisch, glaubt mir, es ist so. Für uns interessant ist die sogenannte Autarkie. Wie unabhängig bin ich vom Netz, vom Verteilnetzbetreiber oder vom Elektrizitätswerk? Momentan, wenn man eine Photovoltaikanlage installiert und nichts macht, dann bringt man eine Autarkie her, ungefähr von 30%. 30% vom Strom, den man produziert, kann man direkt brauchen, den Rest tut man ins Netz einspeisen. Ein Single-Haushalt ein bisschen weniger, eine Familie ein bisschen mehr. Es sind auch ohne Probleme 40% möglich, wenn man ein bisschen tut, die Geräte selber steuern. Jetzt mit Optimierungen sind weitere 12% und mit Batterien nochmal etwa weitere 15% möglich. Wir haben jetzt hier mit der Optimierung, mit der intelligenten Steuerung, mit einem Cell, wo man auf Minimum, sagen wir jetzt mal, 45% durchkommen, vielleicht sogar mehr. Ich will hier jetzt nicht schwarz malen oder noch das Blaue vom Himmel versprechen, aber 45% Eigenverbrauch, Autarkie ist möglich. Nur mit Steuern, nur mit Photovoltaikanlage, noch ohne Batterie. Wenn wir dann Batterie dazu nehmen, dann haben wir die Möglichkeit, den Eigenverbrauch, die Autarkie zu steigern bis auf 75%. Wenn man es ganz schlau macht, bis auf 80%, wenn man es weniger schlau macht, im Bereich von 60%. Das sind so ein bisschen Grössenordnungen, die wir davon reden, woher man kann kommen. Eine 100%ige Autarkie ist heutzutage praktisch nicht möglich, weil zu teuer und nicht praktikabel. Ihr müsstet entweder in der Nacht alles ausschalten oder einfach im Januar in die Ferien nicht daheim sein. Aber das ist ja auch nicht die Lösung. Wie sieht das nachher eins zu eins bei einer Photovoltaikanlage aus? Das ist jetzt eine Photovoltaikanlage in Betrieb, ohne Speicher. Das Rote hier oben, das ist der Gesamtverbrauch. Der rote Balken ist das, was wir aus dem Netz nehmen, und der graue Balken, das ist das, was wir direkt aus der PV-Anlage nehmen, wo der Eigenverbrauch darstellt. Ihr seht hier einen normalen Monat, das pendelt so ein bisschen ein, aber man kann hier etwa grob so abschätzen, dass sie so im Bereich zwischen 30-35% Eigenverbrauch. Später haben wir die Anlage umgerüstet, aufgerüstet mit einer Batterie. Und was passiert jetzt? Die Eigenverbrüche, die sind nach wie vor etwa am gleichen Ort, aber wir haben jetzt auf einmal hier den gelben Balken, der die Batterie übernimmt. Und wir können den Eigenverbrauch steigen, hier im Bereich zwischen 60-65%. Im Winter viel weniger, im Sommer viel mehr. Über das Jahr gemittelt 65%. Ohne noch Optimierungen. Hier ist jetzt der Bauherr den umgekehrten Weg gegangen. Er hat zuerst die Batterie wählen, bevor er eine Steuerung einbauen. Das ist Beratungssache, wer was will. Es gibt Leute, die sind sehr technologieaffin und sagen, ich will eine Batterie, ich will meinen Leuten zeigen können, wenn Kunden da sind oder wenn der Nachbar kommt. Der will stolz sein und er soll das sehen. Und es gibt Leute, die sagen, das interessiert mich nicht, das muss einfach gehen, tut mir steuern. Und so sind auch die Leute unterschiedlich. Ja, wie viel Autarkie ist die überhaupt sinnvoll, wie sehe ich daheim? Ich habe es ja gesehen, man kann 30%, 60%, 80%. Es gibt die Möglichkeit, dass man das nachher berechnen kann. Es ist eine relativ komplizierte Berechnung, darum wollte ich hier auch nicht weiter eingehen. Ich wollte euch einfach zeigen, dass jedes Objekt seine optimale Autarkie an einem anderen Ort hat. Und ich sage hier ganz klar, optimale Autarkie im Vergleich zu den Investitionen. Es gibt natürlich auch noch optimale Autarkie im Sinn von grün sein, oder? Das ist 100%. Ich rede hier aber von den Investitionen. Wo tut sich das, was man investiert, am besten amortisieren, bei welcher Autarkie? Und da haben wir zum Beispiel ein Mehrfamilienhaus gerechnet, an der Alpenstrasse 29 in Hünibach, und
und haben herausgefunden, zum Beispiel die rote Linie, wenn die Anlage 10 Kilowatt gross ist, dann haben wir eine Autarkie von 33% und die steigt. Und egal wie gross wir die Anlage machen, die geht höchstwahrscheinlich nie über 65% raus. Weil, das sind ein paar Wohnungen, wo Singles drin sind, das sind ein paar Wohnungen mit Familie drin. Das ist relativ viel Stromverbrauch in der Nacht und nicht so viel über den Tag. Ein Mehrfamilienhaus, da kommen wir gar nicht drüber raus. Und das wird so relativ logisch, oder? Da kann man jetzt hier noch reinbuttern, was man will, und die Anlage brutal gross machen. Es nützt einfach nichts. Den Rest tut man alles ins Netz einspeisen. Darum hat man entscheiden und hier sagen, okay, die optimale Anlagengröße ist zwischen 18 und 28 Kilowatt Peak. Der Bauherr kann jetzt selber entscheiden, was er investieren will in die Anlage, aber wir empfehlen ihm, das dort zwischendrin zu machen. Und genau das kann man mit kleinen Anlagen machen und mit grossen Anlagen machen. Das Geheimnis dahinter ist ein bisschen den Lastgang zu kennen, das heisst eben zu wissen, wann tut man welches Gerät anlassen und wann tut man was brauchen. 100% Autarkie ist hier gar nicht erst möglich oder nur mit brutal grossen Investitionen, indem man zum Beispiel Batterie oder Speicherungen so hoch macht, dass es dann eben nicht mehr wirtschaftlich ist. Zusammengefasst kann man sagen, ein Autarkiegrad mit 30% hat man automatisch mit jeder PV-Anlage. 50% ist eine kleine PV-Anlage mit Steuerung und Anpassen vom Nutzerverhalten. 70% ist eine mittlere grosse PV-Anlage mit Gerätensteuerung und einer kleinen Batterie. Und 80-90%, das ist nachher nur möglich mit sehr grossen PV-Anlagen, Boilersteuerung, Gerätsteuerung, Batterie mit über 100 Kilowattstunden und eventuell sogar noch Speicherung Power to Gas. Richtig teuer, habe ich da geschrieben. Es gibt Leute, denen ist das gleich. Es gibt Autos, die richtig teuer sind. Kann man machen. Also wir reden hier von Millionen, nicht von Hunderttausenden. Ne? Gut. Ich empfehle meistens, da zu bleiben. Da. Diesen 50%. Das hier tun wir überspringen. Zusammenfassend kann ich sagen, jedes Objekt braucht eine individuelle Beratung. Man kann pauschalisiert eine Range rausgeben und kann sagen, es ist zwischen da und da. Aber man kann nicht mit dreifachen Formeln sagen, was für euch oder was für die Anlage, die man installieren will, oder für die Anlage, die man schon hat, das Optimum ist. Man muss das miteinander anschauen, man muss das beraten und dann gibt es eine gewisse Grössenordnung, die man machen kann. Es gibt keine absolute Zahl, sondern es gibt nur eine Empfehlung. Am Schluss muss der Kunde selber entscheiden, was er mit dem will. Ihr könnt auch selber in ein Autohaus und sagen, wie das Auto mit 50 PS oder mit 200 PS. Ihr könnt zwar mit beiden nur 50 fahren, aber ihr könnt entscheiden. Und hier ist es das Gleiche. Wie kann man Strom überhaupt speichern? Da möchte ich zum letzten Thema kommen, Stromspeicherung. Es gibt heutzutage verschiedene Möglichkeiten. Ich will nicht alle aufzählen, aber ihr seht hier Pumpspeicherkraftwerke. Sehr gut sind wir da aufgestellt in der Schweiz. Druckluftspeicher wird in Deutschland momentan extrem geforscht. Akkus, Elektroauto, Redox-Flow-Batteriezellen, kompliziert, Wasserstoff, Methan oder supraleitende Spulen. Hier Wasserstoff, Methan, die ganze Geschichte, das ist das sogenannte Power-to-Gas. Heute ist ja neudeutsch so, wie man muss reden. Das heisst nichts anderes als der Energie zum Gas, wo man die Energie in Gas umwandelt. Da, wo ich drauf komme, ist vor allem der Akkubetrieb für das Zweifamilienhaus, das momentan das Produkt ist, das wirtschaftlich ist. Irgendwann später wird es Power to Gas. Momentan ist es der Energiespeicher. Es gibt relativ viele Energiespeichermöglichkeiten auf dem Markt. Das müsst ihr nicht auswendig lernen, die Folien. Wichtig ist, Energiedichte heisst hohe Energiedichte, wenig Platzverbrauch. Und hohe Leistungsdichte heisst schneller laden und entladen, so ganz einfach gesehen. Also wir suchen Batterie, die hier oben ist. Da. Die gibt es leider nicht, aber es gibt eine, die sehr gut ist. Das ist der Lithium-Akkumulator. Der Blei-Akkumulator, den ihr hier seht, oder? Der ist zwar
interessant beim Laden und Entladen. Der kann relativ hohe Ströme aushalten, aber ist relativ schwache Energiedichte. Das heisst, die brauchen einen Welt-Tunderpfleger-Raum voll mit diesen Akkumulatoren, dass ihr überhaupt über eine Woche oder über ein paar Tage kommt. Und darum reden wir jetzt hier nicht von all den anderen, sondern wir reden hier von den Lithium-Ionen-Akkus. Die Lithium-Ionen-Akkus gibt es ungefähr so viele verschiedene, wie es Käse gibt. Also es ist unglaublich. Man redet zwar immer von den Lithium-Ionen-Akkus, aber die Chemie, die drin ist, da hat fast jeder Hersteller seine eigene Chemie. Sei das jetzt die Autobatterie von Tesla, die komplett andere Chemie hat, als der Hausspeicher von der Tesla, der noch eine komplett andere Chemie hat, als zum Beispiel der Speicher von der Fronius. Das ist die hohe Materie, da wird momentan geforscht. Was ist? Den will mich da fressen. Es wird momentan geforscht und gemacht und da, dass man die optimale Batteriechemie herausfindet, aber die hat auch immer damit zu tun, für was dass man den Speicher brauchen will. Schnell laden, entladen, braucht eine andere Chemie, wenn er zum Beispiel eine hohe Zyklusfestigkeit. Wir tun es hier nachher auf zwei, drei Produkte beschränken, zum Beispiel auf die Fronius, auf Kostal oder auf Varta. Warum machen wir das? Das sind alles Firmen, die es seit Jahrzehnten gibt und die wir hoffen, dass es auch noch Jahrzehnte wird geben wird. Das ist das grosse Geheimnis. Es gibt ganz, ganz viele Start-ups, die momentan rauskommen, die super Batterien machen, das absolut wirklich sehr schöne Produkt, die ihr zu einem guten Preis kaufen könnt. Übermorgen gibt es ein M. Was machen wir dann? Wenn die Anlage aussteigt, hat er Pech gehabt. Und wir wollen uns ein bisschen konzentrieren auf solche, die es schon lange gibt. Varta kennt jeder von den normalen Batterien. Die haben ein bisschen auf. Fronius kennen ein bisschen weniger. Das ist ein grosser Schweißgerätehersteller in Österreich. Und Kostal, das ist auch einer der grössten Photovoltaik-Wechselrichterhersteller auf der Welt. Also für uns ist es wichtiger, euch etwas anzubieten, das Hände und Füße hat und wo wir hoffen, dass es die Unternehmungen 10 Jahre auch noch gibt, weil das Beste vom Besten und das Neueste vom Neuesten und das Billigste vom Billigsten. Das hat keinen Sinn. Ja, dann ist noch Powerwall von der Tesla. Ich will gar nicht lange darauf eingehen. Die Powerwall wird seit Jahren und Monaten angepriesen. Es ist ein super Produkt. Es ist wirklich im Preis-Leistungs-Verhältnis absolut konkurrenzlos. Aber man bekommt es nicht. Es wird höchstwahrscheinlich auch noch länger gehen. Die neuesten Informationen von Tesla lauten, dass es Ende Jahr wird, bis Powerwall auf Europa kommt. Das ist ja auch in Europa, jetzt wie kommt es in die Schweiz. Die Powerwall, und das ist jetzt nur ein kleiner technischer Exkurs, das ist ein sogenannter G-phasiger Batteriespeicher. Tesla hat entschieden, keine dreiphasigen Batteriespeicher anzubieten, weil wir Europäer mit dem dreiphasigen Netz ein bisschen Exot sind. Schon überall auf der Welt kennt man nur das einphasige Netz. Hat Tesla entschieden, das nur einphasig anzubieten, und wir kennen hier in der Schweiz sogenannte Werksvorschriften, die vereinheitlicht aller EWs sich daran halten, und dort wird gesehen, dass einphasig angeschlossene Batteriespeicher nur bis Maximum 3,7 kW Leistung dürfen angeschlossen werden. Powerwall hat aber bis zu 7 kW. Entweder können wir die jetzt elektronisch regeln, oder es ist einfach nicht installierbar in der Schweiz. Punkt. Und wissen tun wir das nicht. Ich bin zwar relativ intensiv im Kontakt mit der Tesla, weil ich eine sehr grosse Batterie von ihnen gekauft habe, aber sie wissen es schlichtweg nicht. Und sobald wir es wissen, tun wir es gerne sagen, ob es funktioniert oder nicht. Ich vermute, dass die Powerwall 2 in der Schweiz nicht installiert werden kann. Da wollte ich drüber hinweg. Wie sieht denn das überhaupt aus, so eine Batterie zu installieren? Jetzt so, wenn Powerwall nicht kommt, gibt es jenste super System, wie zum Beispiel das von der Fronius. Es ist nicht ganz so sexy. Wir haben da vorher eins aufgestellt. Aber es ist interessant, es ist wirtschaftlich und vor allem es ist durchdacht. Wir haben hier so ein Blechdruckchen, das wir installieren. Oben dran der Wechselrichter, der gleichzeitig der Wechselrichter für Photovoltaikanlage ist. Und der Wechselrichter, also der Gleichrichter für Batterie. Und das ist die Photovoltaikanlage dazu hier.
Und das tut jetzt den Strom umwandeln, direkt in die Batterie speichern, wieder aus der Batterie rausnehmen, Nacht, funktioniert wunderbar, kann man relativ einfach installieren, kostet nicht alle Welt. Ich habe es davor aufgeschrieben, die Systeme von Irrtum vorbehalten an im Bereich von 7-8'000 Franken für das kleinste System und gehen irgendwo für ein Einfamilienhaus hoch auf 12-13'000 Franken für die nächsten 30 Jahre. Hat man nachher ausgesorgt. Was hier noch etwas speziell ist, das ist das Teil da hier, das sind unscheinbare Teile da hier. Wir tun immer wie mehr bei Hausinstallationen sogenannte Inselschalter drin, wo man nachher kann mit Notstrom, wenn das Netz rauskommt, umschalten und das Haus dann autark sich versorgen. Wenn der Strom rauskommt, geht es ungefähr eine Minute, dann tut das System umschalten und er tut das komplett ohne Netz fahren und tut euch das Haus nachher versorgen. Das sind also hier die Notstromumschalter. Heute technisch machbar, bei diesem Haus ist das installiert. Noch kurz ein Exkurs. Was hat die Batterie für einen Einfluss auf zukünftige Tarife? Momentan ist es ja so, dass eine Preiszusammensetzung aus einem Stromprodukt, ich will mich da hier nicht alles anbeten, ungefähr so ist, dass bei grösseren Verbrauchern 24% heutzutage über die Leistung abgerechnet wird. Ihr habt auf der einen Seite die Menge von einem Strom, das ist die gelbe Fläche, die ihr hier seht, und ihr habt auf der anderen Seite die Leistung, das sind da die grünen Spitzeln, die ihr hier seht. Und die grünen Spitzeln, je höher dass die kommen, desto mehr kostet das euch. Und das ist heute bei grossen Verbrauchern schon bereits ein Viertel, manchmal sogar bis zur Hälfte, die das kostet. Und eine Batterie kann zum Beispiel nachher solche Leistungsspitzen brechen. Ich zeige euch das hier. Wir haben hier die Menge, das ist das Grüne, die grüne Fläche. Da wird einfach die Menge abgerechnet und wir haben dann die Leistungsspitze, den Strom, die Leistung, die hier auf die Peaks abgerechnet wird. Je höher dass so ein Peak kommt, desto teurer wird das euch. Und das wird in Zukunft immer mehr kommen. Die DWs werden den Stromtarif immer mehr einführen. Man hat heute einen Mix zwischen Menge und Peak. Und das wird immer mehr Richtung Peak verschoben werden. Und eine Batterie kann nebst dem, dass sie einen Lastgang verschieben vom Tag in die Nacht, kann sie euch eben auch die Spitzen abbrechen. Da. Man kann zum Beispiel dieser Batterie programmieren, dass sie sich immer dann sich einschalten soll, wie eure Last zum Beispiel 1000 Watt überschreitet. Und so kann man dann das glätten und dann kann man dann die Leistungstarife, die immer für mehr angeboten werden oder ihr müsst nehmen, entgegenwirken. Es ist momentan noch ein kleines Feld, vor allem gerade im Familienhaus und im privaten Bereich ist das noch nicht so spannend, noch nicht so interessant, aber im Gewerbebereich wird das sehr interessant. Darum haben wir bei uns so eine Maschine installiert, das ist das Power Pack von der Tesla. Das ist eine etwas grössere Maschine, die ist etwa so gross wie 4 Tiefkühler aufeinander gestapelt, hat 100 Kilowattstunden Leistung. Und wir brauchen das jetzt vor allem bei uns im Betrieb für das sogenannte Peak Shaving. Peak, neudeutsch selbstverständlich, spitz rasieren. Peak Shaving, spitz abrasieren. Das machen wir mit dieser Tesla Powerwall, wie dort ein bisschen Know-how aufbauen, für das wir das nachher auch einsetzen im Einfamilienhausbereich. Flatrate könnte das nächste sein, das kommt. Habe ich ein bisschen Angst davor, aber ich setze da auf Politik und schaue da ganz klar Jürgen an. Flatrate, da rechne ich damit, dass Politik das nicht durchlässt. Was heisst das? Das ist das gleiche wie den Natel-Tarifen. Egal wie viel das telefonieren, es kostet immer gleich viel. Und das wäre eine Katastrophe für die Wirtschaftlichkeit von Photovoltaikanlagen. Es ist aber gleichzeitig auch eine Katastrophe für die Energiestrategie, weil wenn ihr das habt, interessiert es nicht mehr, wie viel das ihr braucht. Den braucht ihr einfach. Und darum gehe ich nicht davon aus, dass Flatrate wird kommen wird. Und ich rechne fest damit, dass das Politik auch verhindern wird. Weil das entspricht nicht der Energiestrategie 2050. Gut, das waren meine Ausführungen zum Thema Eigenstrom, Autarkie, Photovoltaikanlage. Ein kleines
Schlusswort von mir. Jede Anlage ist wirtschaftlich, ja, aber der Eigenverbrauch muss man optimieren und steuern. Die Fläche sollte mindestens 35 Quadratmeter sein. Die Ausrichtung ist nicht matchentscheidend. Und die EIV und Steuersparungen, die helfen. Und jede Anlage muss man individuell beurteilen. Wie sieht die Zukunft aus? Die PV-Anlage ist eine Lohninvestition, vor allem wenn man die Umwelt anschaut mit den Niedrigzinsen. Da holt ihr mehr raus. Speicher sind immer wie mehr wirtschaftlich. Und die EWs werden sich vehement mit verschiedenen Tarifmodellen gegen Eigenverbrauch wehren, in Anführungszeichen. Aber wir sind da gerüstet. Und wir haben zwar genügend Strom, aber nicht immer zur richtigen Zeit. Und da muss man entgegenwirken. Das chinesische Sprichwort sagt, Menschen, die sagen, dass etwas unmöglich sei, sollen nicht denjenigen unterbrechen, die es bereits tun. In diesem Sinne, merci vielmals für zuzuhören.